Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Oggi cominciamo con la frase Es ist schon spät. Ich kann nur eine Minute bleiben. Es ist schon spät. Ich kann nur eine Minute bleiben. È già tardi, posso rimanere solo un minuto. Also, kannst du länger bleiben? Kannst du bis 2 nur hier bleiben? Nein, ich kann nicht länger bleiben. Es ist spät. Ich kann nur eine Minute bleiben und dann muss ich gehen. Wohin musst du gehen? Ich muss zur Arbeit gehen und deshalb kann ich hier nur eine Minute bleiben. Nummer 2. Abends bleibt sie gern zu Hause und liest. Abends bleibt sie gerne zu Hause und liest. Also, was macht sie gerne abends? Geht sie gerne aus? Nein, sie geht nicht gerne aus. Sieht sie gern fern? Nein, sie sieht nicht gern fern. Was macht sie abends? Sie liest. Was liest sie? Sie liest ein Buch. Und wo bleibt sie? Sie bleibt zu Hause. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Ho lavorato fino alle 7 di sera. Allora, wie lange hast du gestern gearbeitet? Ich habe bis 7 Uhr gearbeitet. Bis 7 Uhr morgens oder bis 7 Uhr abends? Bis 7 Uhr abends. Und wann bist du nach Hause gegangen? Ich bin um 7 nach Hause gegangen. Und wann bist du nach Hause gekommen? Ich bin um 8 Uhr nach Hause gekommen. Abends geht Tom manchmal mit seinen Freunden auf ein Bier. Abends geht Tom manchmal mit seinen Freunden auf ein Bier. Wohin geht Tom? Tom geht ins Café. Und mit wem geht Tom ins Café? Er geht mit seinen Freunden ins Café. Und was trinkt er im Café? Oder was trinken Sie im Café? Trinken Sie Wein? Nein, Sie trinken keinen Wein. Sie trinken Bier. Mittwochsabends spielen wir Poker bei mir zu Hause. Mittwochsabends spielen wir Poker bei mir zu Hause. Il mercoledì giochiamo a poker a casa mia. Geht ihr aus mittwochsabends? Nein, wir gehen nicht aus. Wir spielen zu Hause. Ich arbeite seit einem Monat in einer Schule. Ich arbeite seit einem Monat in einer Schule, lavoro da un mese in una scuola. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einer Schule. Wie lange arbeitest du schon in dieser Schule? Ich arbeite seit einem Monat in dieser Schule. Und gefällt es dir? Ja, meine Arbeit gefällt mir. Ich gehe nicht gerne zur Schule, dort ist es zu langweilig. Ich gehe nicht gerne zur Schule, dort ist es zu langweilig. Non mi piace andare a scuola, è troppo noioso. A scuola. Gehst du gerne zur Schule? Nein, ich gehe nicht gerne zur Schule. Warum gehst du nicht gerne zur Schule? Weil dort zu langweilig ist. Und wohin gehst du gern?
Ich gehe gern in den Park. Ist es langweilig im Park? Nein, im Park ist es nicht langweilig. Im Park ist es interessant. Im Park kann ich spielen. In der Schule kann ich nicht spielen. In der Schule muss ich nur lernen. Und deshalb ist es zu langweilig. Sie sehen im Zimmer fern. Sie sehen im Zimmer fern. Guardano la TV in Kamera. Sie sehen im Zimmer fern. Was machen Sie? Schlafen Sie? Nein, Sie schlafen nicht. Lernen Sie? Nein, Sie lernen nicht. Sehen Sie fern? Ja, Sie sehen fern. Wo sehen Sie fern? Sie sehen fern im Zimmer. Im Schlafzimmer. Meine Schwester ist in ihrem Zimmer. Meine Schwester ist in ihrem Zimmer. Mia sorella è in camera sua. Wo ist deine Schwester? Ist deine Schwester zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Sie ist in ihrem Zimmer. Was macht sie in ihrem Zimmer? Ich habe keine Ahnung, was sie in ihrem Zimmer macht. Vielleicht liest sie ein Buch oder lernt sie Deutsch. Aber ich habe keine Ahnung, was sie in ihrem Zimmer macht. Das ist ein schönes Zimmer. È una bella camera. Das ist ein schönes Zimmer. Ja, ihr Zimmer ist sehr schön. Und sie mag in ihrem Zimmer Zeit verbringen. Sie mag in ihrem Zimmer sein. Sie ist den ganzen Tag in ihrem Zimmer. Ich komme vielleicht etwas später. Ich komme vielleicht etwas später. Forse vengo un po' più tardi. Ich bin mir nicht sicher, ob ich komme oder nicht, aber vielleicht komme ich. Wenn ich Zeit habe, komme ich etwas später. Wann kommst du morgen? Ich komme um 6 Uhr. Wann kommst du morgen? Ich komme um 6. Quando vieni domani? Vengo alle 6. Kommst du heute Abend? Kommst du heute Abend? Vieni stasera? Kommst du heute Abend? Ja, ich komme heute Abend. Heute Abend habe ich frei, ich muss nicht arbeiten und komme ich. Und ich komme. Oder nein, ich komme heute Abend nicht. Ich muss zu Hause bleiben. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Ich muss auf die Kinder aufpassen. Oder ich muss arbeiten. Ich muss lernen. Morgen habe ich eine Prüfung. Und deshalb kann ich nicht heute Abend kommen. Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Ich komme etwas später nach Hause. Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Ich komme bald. Ich komme in einer Woche. Ich komme in einem Monat wieder. Ich komme in einem Jahr wieder. Ich komme morgen wieder. Warum bist du so früh aufgewacht? Warum bist du so früh aufgewacht? Perché ti sei svegliato così presto? Ich bin früh aufgewacht, weil ich arbeiten muss. Ich bin früh aufgewacht, weil ich lernen muss. Oder ich bin früh aufgewacht, weil ich nicht schlafen konnte. Ich konnte nicht schlafen und deshalb bin ich früh aufgewacht. Ich bin heute Morgen früh aufgewacht. Oggi mi sono svegliato presto. Ich bin heute Morgen auch früh aufgewacht. Wir sind gestern zu spät aufgewacht. Wir sind gestern zu spät aufgewacht. Ieri ci siamo svegliati troppo tardi. Um wie viel Uhr seid ihr gestern aufgewacht? Um wie viel Uhr seid ihr gestern aufgewacht? Wir sind zu spät aufgewacht. Wir sind um Mittag, um 12 Uhr aufgewacht.
Sie kommt immer spät im Büro an. Lei arriva sempre tardi in ufficio. Sie kommt immer spät im Büro an und ihr Chef ist nicht damit zufrieden. Ihr Chef ist nicht damit zufrieden, und weil sie immer zu spät kommt oder weil sie immer zu spät ankommt. Er kommt immer spät. Lui arriva sempre tardi. Er kommt immer spät. Er ist nie pünktlich. Er ist nie pünktlich. Er kommt immer spät. Sie kommt ohne ihren Mann. Sie kommt ohne ihren Mann. Lei viene senza suo marito. Mit wem kommt sie? Kommt sie mit ihrem Mann? Mit ihrem Mann? Nein, sie kommt nicht mit ihrem Mann. Sie kommt ohne ihren Mann. Allora, mit war sempre con dativo, mit ihrem Mann. Ohne war con accusativo, ohne ihren Mann. Allora, sie kommt ohne ihren Mann, sie kommt nicht mit ihrem Mann. Ist sie schon zurückgekommen? Ist sie schon zurückgekommen? Lei è già tornata? Ja, sie ist schon zurückgekommen. Oder sie ist vor 2 Stunden zurückgekommen. Oder nein, sie ist noch nicht zurückgekommen. Sie ist noch nicht zurückgekommen. Er ist 3 Tage später nach Hause zurückgekommen. Er ist 3 Tage später nach Hause zurückgekommen. Lui è tornato a casa dopo 3 Giorni. Wann ist er nach Hause zurückgekommen? Er ist 3 Tage, vor 3 Tagen oder 3 Tage später nach Hause zurückgekommen. Ich bin erst gestern zurückgekommen. Ich bin erst gestern zurückgekommen. Sono tornato solo ieri. Oder wann bist du zurückgekommen? Ich bin gestern zurückgekommen. Und ich bin spät angekommen. Sono arrivato tardi. Ich bin spät angekommen. Entschuldigung für die Verspätung. Es tut mir leid. Er ist spät am Bahnhof angekommen. Er ist spät am Bahnhof angekommen. Lui è arrivato tardi in stazione. Und hat er den Zug verpasst? Ja, er hat den Zug verpasst. Warum hat er den Zug verpasst? Er hat den Zug verpasst, weil er spät am Bahnhof angekommen ist. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass du gekommen bist. Sono contento che tu sia venuto. È bello che tu sia venuto. Schön, bello, dass du gekommen bist. Es freut mich. Es freut mich darüber. Oder ich freue mich darüber. Er ist endlich angekommen. Lui è finalmente arrivato. Er ist endlich angekommen. Ich bin gerade erst gekommen. Sono appena arrivato. Ich bin gerade erst angekommen. Und ich bin gestern hier angekommen. Sono arrivato qui ieri. Ich bin gestern hier angekommen. Wann bist du angekommen? Ich bin gestern hier angekommen. Ok, ci vediamo presto. Tschüss.